Hallo, bin heute mal in Wilsdruff gelandet. Ich arbeite ja gleich um die Ecke, da bin ich noch gar nicht erst nach Hause gefahren. Wilsdruff macht morgen und übermorgen den zweiten Techniktreff. Da werde ich natürlich mit der Kamera eine kleine Runde hier durch den Ort laufen. Beziehungsweise fahren. Hier gibt es einen Shuttlebus, auch ein alter, kann ich jetzt nicht sagen, was für einer. Der zweite Techniktreff Wilsdruff vom 20.04. bis 21.04. am Vereinshaus des Kleinbahnhofs in Wilsdruff. Auch in diesem Jahr können Dampfmaschinen und Modelle unserer Modellbahn- und Gartenbahnausstellung, historische Feuerwehrtechnik sowie Oldtimer und Traktoren zu bewundern sein. Außerdem wird auch das Modell des Wilsdruffer Funkturms, eine Roboterschau und auf der Freifläche ein Modellauto-Trail zu erleben sein. Neu dabei ist in diesem Jahr ein Pendelbus, ein blauer H6 aus Freital. Er bringt die Besucher zu den einzelnen Stationen der Ausstellung. Der Service ist bereits im Eintrittspreis enthalten. Und auch der Ticketpreis bleibt der gleiche wie im letzten Jahr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ach, das ist gar nicht auf dem Gelände vom Sender Wilsdruff. Das ist ja mitten im Ort. Haben Sie die Technik jetzt so ausgelagert oder gibt es da bloß Fotos zu sehen? Hatten auf 1044 Kilohertz gesendet. Das war der Mittelwellensender Stimme der DDR. Und zwischenzeitlich haben die hier auch mal ein. Ich komme hier nie drauf. Bei uns wurden die Westsender hier, RIAS und so, wurden auch so bezeichnet. Die haben hier jedenfalls mal eine Zeit lang einen Sender ausgestrahlt, der auf Tschechisch sendete, wo die von ihrer Revolution damals abgebracht werden sollten. Prager Frühling und so. Das wäre eventuell mal Stoff für ein zweites Video. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das jemanden interessiert, dass ich da mal ein bisschen was zusammensuchen soll. Die Feuerwehr stellt ihren Spielewagen mit verschiedenen Großspielen und Hüpfburg auf. Ich begrüße hier in der Wildfahne Kleinbahn unseren Technik 2024 bereits zum zweiten Mal dieser hier statt. Wir dürfen Sie gerne einladen, hier das Gelände zu erkunden mit allen Außen- und natürlich auch den Innenbereichen. Im Bahnhof befindet sich unter anderem die Modellbahnausstellung. Wir haben viele Gäste da, die im Eingangsbereich im Erdgeschoss hier ihre Modelle ausgestellt haben. Dampfende Modelle, angetriebene Modelle, ja selbst Roboter sind mit vor Ort. Sie können sich das Ganze anschauen in aller Ruhe. Dazu auch die hier ausgestellten Fahrzeuge und Oldtimer, die wir natürlich an dieser Stelle ganz herzlich ebenfalls begrüßen. Aber nicht nur hier am Kleinbahnhof gibt es die Möglichkeit, den Techniktreff zu erleben. Es gibt noch weitere Standorte in der Stadt.